Hallo ihr lieben Leseratten und herzlich willkommen zum dieswöchentlichen Video. Diesmal geht es um Windows on the World von, ich versuch's jetzt einfach mal, Frédéric Beigbeder. Ich bin mir nicht sicher, ob es ausgesprochen wird. Schreibt im Buch unter anderem, dass er immer wieder seinen Namen buchstabieren muss, wenn er irgendwelche Flüge bucht und Hotelzimmer und so, dass er seinen Namen immer buchstabieren muss, weil die Leute nicht wissen, wie es geschrieben wird. Bei mir ist jetzt genau andersrum, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Deswegen werde ich das auch nicht nochmal sagen. Es ist ein Bibliotheksverkauf, dieses Buch. Ich hatte es gesehen und hatte mich direkt anfixen lassen, ganz einfach, von dem Thema. Ich hatte mir durchgelesen, hinten drauf, was es geht. Hatte ich, glaube ich, auch im Coming Soon Video vorgelesen, weil ich das so spannend fand. Und deswegen hatte ich es mitgenommen. Ich hatte mich sehr auf das Buch gefreut. Und dementsprechend war meine Erwartungshaltung auch ungefähr so hoch. Ich habe mich dann, bevor ich angefangen habe zu lesen, mit dem Rest beschäftigt. Das heißt, Klappentext innen und der Autor, da, das ist der Frédéric. Und habe dann gemerkt, dass es vielleicht nicht so wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann habe ich angefangen zu lesen und es war tatsächlich auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Romanseite dieses Buches, das heißt alle zwei Kapitel, erzählt uns Frédéric die Geschichte eines Familienvaters, der mit seinen zwei Söhnen im Windows on the World frühstückt. Das war so eine Art Restaurant oder Cafeteria, die ganz, ganz oben auf dem World Trade Center war, im ersten Turm, glaube ich sogar. Und ja, er frühstückt dort mit seinen Söhnen, die er nicht so oft sieht, weil er seine Frau verlassen hat. Und er möchte sich mit ihnen eine schöne Woche machen, die haben extra, die schwänzen extra die Schule dafür. Und an dem Tag steht noch mehr auf dem Programm, sie wollen unter anderem zur Freiheitsstatue. Und während sie dort frühstücken, fliegt dann eben das Flugzeug in den ersten Turm hinein und dann auch in den zweiten Turm später. Und es ist so, dass der Autor das so gemacht hat, dass jede Minute zwischen 8:30 Uhr zwischen 8.30 Uhr und 10.29 Uhr ein eigenes Kapitel hat, jede Minute davon. Also er gibt uns minutiös wieder, was dort passiert sein könnte. Es war natürlich garantiert nicht dabei. Und er findet uns eben eine kleine Geschichte, die dort in diesem Windows on the World im ersten Turm des World Trade Centers passiert sein könnte. Es ist nur alle zwei Minuten, die er uns dort wiedergibt. Die andere Minute jeweils erzählt er uns ein bisschen von sich. Also deswegen sage ich, ein Aspekt des Buchs ist die Geschichte davon. Und der andere Aspekt ist, dass der Autor ein bisschen mit seiner Generation und mit seinem Umfeld so ein bisschen ins Gericht geht, ganz einfach, dass er die Schwächen seiner Generation aufzählt, die Schwächen seines Landes, die Schwächen der USA, alles, was er so denkt und fühlt und was er so kritisiert an uns einfach. Das gibt er uns in den anderen Minuten wieder, in den ungeraden Minuten. Und es war für mich, muss ich sagen, teilweise sehr schwer, von einem ins andere zu kommen. Eigentlich hätte ich es eher so lösen müssen, dass ich nur jede zweite Minute lese. Erst die eine Geschichte und dann die andere Geschichte. Wobei das nicht so zusammenhängend erzählt worden ist von ihm, was er dann so von sich gibt. Also kann man es nicht wirklich als Geschichte bezeichnen. Es war für mich sehr schwer, manchmal so zurechtzukommen zwischen den beiden Charakteren. Einmal Frédéric und einmal dem Familienvater. Und es war ein schwieriges Buch, muss ich sagen. Also ich hätte mir gewünscht, dass es mir sehr gefallen hätte. Ich war ja auch sehr, sehr interessiert dran an dem Thema. Ich habe ja auch gesagt im Coming Soon Video, dass ich mich sehr, sehr, sehr auf das Buch freue. Und leider war auch der Hauptcharakter alles andere als sympathisch, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, muss ich sagen. Er heißt Carthew Yorston. Ja, ich denke mal, dass man ihn so aussprechen kann. Er ist da mit seinen Söhnen Jerry und David und erzählt uns, was er dort eben alles erlebt. Ganz oben im Turm, er kann nicht nach unten gehen, sie versuchen nach unten zu gehen, aber dort ist die Hitze. Und sie versuchen dann aufs Dach zu gelangen, aber
Die Notfalltür lässt sich nur von jemandem öffnen, der weiter unten in der Schaltzentrale sitzt. Und der Mitarbeiter, der mit der Zentrale verbunden ist, der erreicht oder einfach niemanden. Also die stehen dann vor der Tür und es geht einfach nicht weiter. Sie wollen aufs Dach flüchten oder sich von dort retten lassen und hoffen, dass Rettungskräfte auf dem Dach landen und sie dort irgendwie retten können. Aber es passiert einfach nicht. Also die Tür geht nicht auf, sie sitzen in der Falle. Und es ist eine sehr, sehr, sehr aussichtslose Situation. Das Problem ist, dass ich, wie gesagt, mit diesem Charakter überhaupt nicht klarkam, weil er war sehr sexistisch einfach, muss ich sagen. Ich fand ihn wahnsinnig sexistisch. Also es hat mich sehr, sehr gestört, muss ich sagen. Er kommt da auf Gedankengänge, die kein normaler... Gut, ich weiß, ich bin kein Mann. Vielleicht denken Männer so in der Richtung, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es war für mich erschreckend so, dass er so oft an Sex denkt, während er mit seinen Söhnen beim Frühstück sitzt und auch später dann noch, als er weiß, dass er sterben wird, andauernd an Sex denkt und diese Anspielungen macht. Und ich fand das ganz schlimm. Also ich muss sagen, das fand ich sehr... Ich fand es geschmacklos, ganz einfach. In dieser Situation dann sowas, dann gibt es auch später noch eine Szene mit einem Liebespaar, die da inmitten des Infernos dann noch miteinander schlafen, mit Dirty Talk, der nicht mehr normal ist, ohne Scheiß. Und das fand ich sehr geschmacklos, muss ich sagen. Also es hat mir leider überhaupt nicht gefallen, das hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Eigentlich hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Es gab Sachen, die mich berührt haben an dem Buch, zumindest an der Geschichte des Familienvaters. Aber die meiste Zeit fand ich ihn wirklich sehr unsympathisch. Und wenn er mir dann sympathisch war, dann hat er wieder irgendwas rausgehauen, was ihn unsympathisch gemacht hat, ganz einfach. Und das fand ich sehr, sehr schade. Es hat mir leider nicht so gut gefallen, wie ich dachte. Und dann hatten wir natürlich noch die Geschichte von Frederik, die er uns erzählt über seine Gesellschaft, sein Land, seine Landsleute, sein Leben, seine Arroganz, und auch er ist sehr sexistisch. Er hat, denke ich mal, viel von seinem Sexismus auf Carthew Yorston übertragen. Und demzufolge war mir der Autor auch nicht sehr sympathisch. Und ja, ich weiß nicht, es war ein Buch mit sehr, sehr gemischten Gefühlen. Es hatte seine positiven Seiten, aber ich fand es ehrlich gesagt nicht so toll, muss ich sagen. Also das Buch hat wohl auch Auszeichnungen gekriegt oder so. Es wird als der Roman des 11. September, glaube ich, bezeichnet. Es stand hier hinten drin. Ja, hat den Roman über den 11. September geschrieben. Aber seine elektrisierende Sprache verstärkt den Eindruck totaler Zerstörung. Ich weiß nicht, ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Also ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also merkt man bestimmt auch schon, dass ich sehr enttäuscht war. Es war absolut nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Teilweise war es so, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber ich hatte mehr Probleme mit dem Buch, als ich es gut fand, sagen wir so. Es gab nur ein paar Szenen, die mir gefallen hatten, die ich auch sehr packend fand und spannend. Es war schon spannend, aber ja, auch sehr aussichtslos und ich weiß nicht, so die Art und Weise, wie die Hauptperson mit der ganzen Situation umgegangen ist, die war mir doch sehr künstlich, muss ich sagen. Die konnte ich jetzt nicht so nachvollziehen. Ich würde in so einer Situation niemals so reagieren, wie Carthew Yorston das gemacht hat. Und war jetzt leider nicht so mein Buch, muss ich sagen, leider. Ist rausgekommen im Ullstein Verlag. Und zwar im Jahre 2004. Ja, im Jahr 2004. Originalausgabe ist von 2003, genau, und meine Ausgabe ist von 2004. Kam natürlich zuerst in Frankreich raus, denn es ist ein französischer Autor. Und es hat insgesamt 351 Seiten, danach kommt noch eine Danksagung. Und ich muss sagen, ich war froh, als ich fertig war. Also es war, wie gesagt, jetzt leider nicht so meins. Die letzten drei oder vier Szenen fand ich sehr gut. Ich fand auch die Idee sehr gut, das minutiös aufzuschreiben. Aber wie gesagt, hatte mich gestört, immer hin und her zu switchen zwischen Frederik und Carthew.
Das hatte mich sehr, sehr, sehr gestört. Es hat nicht gerade zum Lesefluss beigetragen, abgesehen davon, dass ich, wie gesagt, beide Hauptcharaktere, die jetzt nicht unbedingt sympathisch fand. Und ja, leider hat es mir nicht so sehr gefallen. Wie viel das Buch eigentlich kostet, weiß ich nicht. Es war im Bibliotheksverkauf, also meine Ausgabe hat 50 Cent gekostet. Ich denke mal, es kostet ein bisschen mehr, denn es ist immerhin auch ein Hardcover-Buch. Ob es ein Taschenbuch gibt, weiß ich nicht. Und ja, also ich denke, der Autor hat noch andere Bücher geschrieben. Das soll wohl auch in Frankreich sehr bekannt sein, aber ich glaube nicht, dass ich noch was von ihm lesen werde. Weil, wie gesagt, mir das jetzt hier eigentlich nicht so sehr gefallen ist, muss ich sagen. Der Anfang war ganz okay, aber dann habe ich gemerkt, wie sexistisch unsere Hauptperson ist und damit kam ich jetzt nicht so klar, muss ich sagen. Also, ich bin jetzt nicht gerade. Also, ich habe nichts gegen Sex oder so. Aber so wie das hier geschrieben wurde, das war sehr, sehr abwertend, würde ich sagen. Würde ich jetzt einfach mal so meinen. Also, ich fand es nicht so toll. Ganz einfach. So. Da würde ich sagen, was das jetzt leider schon von meiner Seite ist. Es war nicht so ein tolles Buch, wie ich gehofft hatte. Vielleicht wird das nächste Buch besser, ich hoffe es. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann im nächsten Video. Bis dann.